gefangen. Janet brauchte den ganzen Nachmittag, um Lumpy ein weißes Kleid zu machen. Peter ließ sich ein altes, kaputtes Betttuch geben und fand noch einen weißen Regenmantel. Das Tuch konnte man in drei Teile schneiden, so riesig war es. Da war also für die anderen drei auch gesorgt. Janet half ihm beim Zuschneiden, und sie sorgten für Armlöcher und einen Halsausschnitt. Sie kicherten, als er eines überprobierte, um zu sehen, ob es so ging siehst du komisch aus sagte janet aber was machen wir mit euren köpfen wie willst du dein schwarzes haar verstecken heute nacht scheint doch der mond du musst uns weiße mützchen machen sagte peter und die gesichter malen wir uns weiß an ja da stehen noch kreide von den malern im schuppen fiel es janet ein sie kicherte immer noch ach Ihr werdet seltsam aussehen. Kann ich nicht um neun mit in den Schuppen kommen, Peter? Nur um euch alle zu sehen, bevor ihr geht? Ja, gewiss, wenn du es schaffst, dich hinauszuschleichen, sagte Peter. Mom wollte heute Abend ausgehen, dann geht das klar. Wenn sie aber zu Hause bleibt, kannst du auch nicht kommen, damit du nicht durch ein Geräusch womöglich alles verdirbst. Aber die Mutter ging am Abend weg. Glänzend. Nun würde es leicht sein, hinaus in den Schuppen zu schlüpfen. Peter sagte Janet, sie müsse sich ganz warm anziehen, und wenn sie doch schlafen wollte, sollte sie das um Himmels willen ruhig tun. Ich schlafen? maulte Janet ein wenig beleidigt. Das könnte ich gar nicht, so wenig wie du. Nun sei nicht albern, sagte Peter, als wenn der Chef eines so wichtigen Unternehmens überhaupt an Schlaf denken könnte. Mein Wort, Janet, diesmal gibt's ein gefährliches Abenteuer für die Sieben. Um halb neun ging das Licht bei den Kindern aus. Und es ging auch nicht wieder an. Aber die Zimmer waren von Taschenlampen hell. Und Janet hatte alle Hände voll zu tun, um Lump das neue weiße Kleid anzuziehen. Er mochte es gar nicht und versuchte immer wieder, es abzubeißen. Oh, Lumpi, du darfst doch nur mit, wenn du wie ein Schneehund aussiehst, sagte Janet verzweifelt. Ob Lump nun verstanden hatte, was sie sprach, konnte sie auch nicht sagen. Aber jedenfalls ließ er sich jetzt ohne Schwierigkeiten anziehen. Er sah merkwürdig aus und sehr traurig. Komm jetzt, wenn du willst. Es ist fast neun Uhr, flüsterte Peter. Zusammen schlichen die zwei Kinder und der Hund die Treppe hinunter. Sie waren tüchtig warm angezogen. Als sie aber draußen waren, fanden sie, dass es gar nicht so kalt war. Der Schnee schmilzt. Heute Nacht friert es nicht, flüsterte Janet. Ach, du liebe Güte. Hoffe nur, diese Schneemänner sind noch nicht geschmolzen. Peter war ganz aufgeregt. Oh, sicher nicht, beruhigte Janet. Komm, da ist schon einer von den anderen. Das Kennwort wurde leise geflüstert und bald waren fünf der sieben da. Kommt in den Schuppen. Wir müssen unsere Gesichter weiß anmalen und das weiße Zeug anziehen. Dann kann es losgehen. Peter zündete eine Kerze an und alle sahen sich aufgeregt um. Jack kicherte: Seht euch Lumpi an. Der ist auch in Weiß. Lumpi, du siehst zu komisch aus. Wuff, antwortete Lump voll Unbehagen. Er fühlte sich auch komisch, armer Lump. Mit Gequieke und unterdrücktem Gelächter malten die vier ihre Gesichter weiß. Vorsichtshalber hatten sie das weiße Zeug vorher angezogen, um ihre Anzüge nicht zu beklecksen. Janet zog jedem eine kleine weiße Mütze über, die sie noch gemacht hatte. Na, euch möchte ich auch nicht auf der Straße begegnen heute Nacht, lachte sie. Ihr seht wirklich schrecklich aus. Wird Zeit zum Gehen, drängte Peter. Wiedersehen, Janet. Geh jetzt zu Bett und schlaf. Ich erzähl dir unsere Abenteuer dann morgen früh. Ich weck dich nicht, wenn ich zurückkomme. Aber ich bleibe wach, bis du kommst, meinte Janet. Sie sah ihnen nach, als sie den mondbeschienenen Weg entlang gingen, eine Reihe seltsamer weißer Figuren mit erschreckenden weißen Gesichtern. Sie sahen wirklich aus wie wandelnde Schneemänner, als sie so über den sanft schmelzenden Schnee trotteten. Ganz leise schlichen sie durchs Gartentor und gleich Richtung Landstraße, scharf nach irgendwelchen späten Passanten Ausschau haltend. Sie trafen aber nur einen einzigen, einen großen Jungen, der durch den Schnee so leise um die Ecke kam, dass keiner der vier ihn gehört hatte. Sie hielten sofort an, als sie ihn sahen. Er hielt auch an. Er starrte auf die vier weißen Schneemänner. Oh, sagte er. Oh, was ist das? Wer seid ihr? Peter stieß ein grässliches Ächzen aus und der Junge schrie: Hilfe, Hilfe, vier lebende Schneemänner, Hilfe! Er raste die Straße entlang schreiend. Die vier Jungen konnten kaum weitergehen, so sehr mussten sie lachen. Oha, stöhnte Jack, ich bin fast geplatzt vor Lachen, als du anfingst zu stöhnen, Peter. Kommt, kommt! Wir müssen schnell weg, bevor der Junge irgendwen holt, drängte Peter. Und sie trollten sich lachend auf den Weg. Sie kamen an die Landstraße und gingen schnell weiter, bis das alte Haus auftauchte. Es stand still und dunkel, nur das Dach schimmerte weiß im Mondlicht. Noch ist keiner da, flüsterte Peter. Nirgendwo ist Licht im Haus und man hört auch gar nichts. Dann wollen wir uns zu den lustigen Schneemännern stellen, schlug Jack vor. Und kannst du nicht Lumpy, sagen, er soll mir nicht dauernd zwischen die Füße laufen, Peter? Er tritt immer wieder auf mein Betttuch. Sie stiegen über das Gatter und stellten sich auf das Feld. Die Schneemänner standen noch, aber tatsächlich, sie schmolzen auch. Sie waren schon viel kleiner als am Morgen. Lump schnüffelte jeden sorgfältig ab. Peter rief ihn leise: Komm her, du musst genauso still stehen wie wir. Und hörst du nicht bellen, nicht brummeln und nicht winseln? Lump verstand das genau. Er stand still wie eine Statue neben Peter. Die Jungen sahen wirklich wie die Schneemänner aus, als sie da auf dem verschneiten Feld standen. Sie warteten und warteten. Niemand kam. Eine halbe Stunde warteten sie, und dann fingen sie an zu frieren. Der Schnee schmilzt rings um meine Schuhe, beklagte sich Jack. Was meint ihr? Wie lange haben wir schon hier gestanden? Die anderen waren auch müde. Vorbei war es mit den Plänen. Die halbe Nacht vielleicht hier bei den Schneemännern stehen? Eine halbe Stunde war schon mehr als genug. Können wir nicht ein klein bisschen gehen? fragte Colin ungeduldig. Nur um warm zu werden. Peter wollte gerade antworten, als er erstarrte. Er hatte etwas gehört. Aber was war das? Colin fing wieder an zu sprechen. Schst, machte Peter. Colin war sofort still. Alle lauschten. Ein Laut, ganz weit weg, drang an ihre Ohren. Da ist wieder das Stöhnen, sagte Jack plötzlich. Ganz bestimmt, das war es. Nur ganz schwach und weit weg. Aber es kommt aus dem alten Haus. Kein Zweifel, da muss jemand sein. Ein Schauer lief ihnen über den Rücken. Sie horchten und noch einmal hörten sie das seltsame Stöhnen weit weg durch die Nachtluft. Das gefällt mir gar nicht, sagte Peter. Ich will mich an das alte Haus heranschleichen und feststellen, ob ich es dort auch höre. Ich glaube überhaupt, wir sollten doch jemandem davon erzählen. Wir wollen alle gehen, meinte Colin. Aber Peter blieb fest. Nein, zwei gehen und zwei bleiben als Wache. So war es ausgemacht. Jack, du kommst mit mir. Colin und George, ihr bleibt hier und passt auf. Peter und Jack, zwei merkwürdig weiße Gestalten mit seltsam weißen Gesichtern, gingen zum Feldgatter, kletterten darüber und wandten sich zum Gartentor des alten Hauses. Sie öffneten es und schlossen es sorgfältig wieder hinter sich. Nun war nirgends mehr ein Laut zu hören. Sie gingen leise die Auffahrt hinauf und hielten sich dabei im Schatten, für den Fall, dass der alte Wärter zufällig doch einmal ausgucken würde. Sie gingen zur Vordertür und sahen durch den Briefkasten. Aber da gab es nichts zu sehen, drinnen war alles dunkel. Sie wandten sich zur Seitentür. Die war verschlossen, natürlich. Dann versuchen sie es an der Hintertür, ohne Erfolg. Und dann hörten sie plötzlich ein gedämpftes Dröhnen, ein leise donnerndes Geräusch irgendwo im Haus. Sie pressten sich eng aneinander. Was ging da vor? Du, sieh mal! Der Alte hat sein Fenster offen gelassen, das, aus dem er heute Morgen mit uns sprach, bemerkte Jack plötzlich. Mein Gott, wirklich? Wollen wir dann einsteigen und versuchen, ob wir den Gefangenen finden? wisperte Peter aufgeregt zurück. Zwei Sekunden schwiegen sie, aber dann schämte sich einer vor dem anderen. Los, hinein! keuchte Peter. Es kostete sie nur ein, zwei Minuten, sich hochzuziehen und hineinzusteigen. Sie standen in der dunklen Küche und lauschten. Nichts war zu hören. Wo konnte der Gefangene sein? Können wir es riskieren, das ganze Haus zu durchsuchen? fragte Peter. Ich habe ja die Taschenlampe. Mensch, ran! Wozu sind wir hier? antwortete Jack. So leise sie konnten und auf Zehenspitzen, durchsuchten sie zuerst die Küche und einen kleinen Anbau nebenan. Nichts. Gehen wir in die Halle und gucken von dort in die anderen Räume, beschloss Peter. In die Vorderräume fiel das helle Mondlicht. Die Jungen öffneten jede Tür. Alle Zimmer waren leer und immer noch blieb alles totenstill. Dann kamen sie an eine geschlossene Tür. Hinter der sie Geräusche hörten. Peter griff nach Jack. Da ist jemand drin. Die Tür ist todsicher abgeschlossen. Wir wollen trotzdem versuchen, ob man sie öffnen kann. Lauf, was du kannst, wenn wir jetzt erwischt werden. Die Tür war nicht abgeschlossen. Sie ließ sich öffnen. Sofort wurde das Geräusch lauter. Hier lag jemand und schnarchte. Beide Jungen dachten gleichzeitig: Das kann nur der Wärter sein. Vorsichtig schaute Peter in den Raum. Er war hell erleuchtet vom Mondschein. Auf einem niedrigen, unordentlichen Bett lag der Wärter, nicht einmal ausgezogen. Er sah dreckig und schäbig aus und schnarchte laut. Peter drehte sich leise, um wieder zu gehen. Da schlug seine Taschenlampe gegen den Türpfosten und fiel polternd zu Boden. Die Kinder standen da wie versteinert. Aber der alte Mann rührte sich nicht. Er musste sehr taub sein, wenn er nicht einmal dieses Gepolter hörte. Aufatmend schlossen sie die Tür. Nun standen sie wieder in der Halle. Peter probierte, ob die Taschenlampe kaputt war. Aber nein, sie funktionierte noch. Wie günstig. Nun gehen wir nach oben, flüsterte Peter. Du bist doch nicht bange, Jack? Nun ja, meinte Jack. Ein bisschen, aber komm. Sie gingen die Stufen hinauf, und die Stufen krachten und knackten schauderhaft. Wenn ein normaler Mensch in diesem Haus war, musste er sie hören. Mit zusammengebissenen Zähnen schlichen sie weiter, noch einen Stock höher. Wir müssen jetzt mächtig vorsichtig sein, flüsterte Jack so leise, dass Peter ihn kaum hören konnte. Diese sind die einzigen Räume, in denen wir noch nicht waren. Hier muss der Gefangene doch irgendwo sein. Aber alle Türen standen weit offen. Wie konnte da ein Gefangener sein? Es sei denn, er läge dort irgendwo gefesselt. Die beiden Jungen sahen in jeden Raum, voller Angst, dass sie irgendetwas Schreckliches zu sehen bekämen. Aber es war absolut nichts, gar nichts da. Die Räume waren entweder dunkel und leer, wenn sie nach hinten lagen, oder voller Mondlicht und sonst auch leer, wenn sie nach vorne lagen. Ist doch seltsam, nicht? flüsterte Jack. Ich verstehe das einfach nicht. Diese Geräusche vorhin, die kamen doch bestimmt aus dem Haus. Aber nichts und niemand steckt hier, außer dem alten Wärter. Sie standen und überlegten, was nun zu tun sei. Und da war es wieder. Von irgendwoher kam ein unterdrücktes Stöhnen durch die Nacht. Ein wimmerndes Geräusch. Und darauf. Ganz laut diesmal ein Donnern und Dröhnen. Den Jungen stand das Herz still. Aber hier ist doch irgendwo ein Gefangener, und er klopft um Hilfe, und stöhnen tut er auch, sagte Peter und vergaß völlig zu flüstern. Er muss unten sein. Aber wo nur? Wir haben doch alles abgesucht. Jack ging schon die Stufen hinab. Komm, wir müssen einen Schrank oder irgendetwas übersehen haben, rief er. Sie liefen hinunter ohne Rücksicht auf den Krach, den sie machten. So kamen sie zur Küche zurück. Die Geräusche hatten wieder völlig aufgehört. Und dann begann das Donnern wieder. Jack klammerte sich an Peter. Mensch, ich weiß jetzt, woher das kommt. Unter unseren Füßen ist das. Da muss ein Keller sein. Und dort ist ein Gefangener. Also suchen wir die Kellertür, sagte Peter. Sie fanden sie nach einer ganzen Zeit in der Ecke eines Ganges. Vorsichtig drückten sie den Türgriff nieder, und welche Überraschung die Tür ließ sich öffnen. Nicht verschlossen? staunte Jack. Warum läuft der denn nicht einfach weg? Steinstufen führten hinab in die Dunkelheit. Peter ließ die Taschenlampe aufleuchten. Er rief mit heiserer Stimme Wer ist da? Wer ist da unten? Keine Antwort. Die Jungen lauschten mit glühenden Ohren. Sie hörten jemanden schwer atmen, ganz in der Nähe, laut und stoßweise. Wir können sie atmen hören, rief Jack. Sagen Sie, wer Sie sind. Wir sind gekommen, Sie zu befreien. Keine Antwort. Das war schrecklich. Die Jungen waren steif vor Angst. Sie wagten es nicht, die Stufen hinunterzugehen. Ihre Beine weigerten sich einfach. Und doch schien es ihnen unendlich feige, wieder zurückzugehen. Und dann hörten sie plötzlich einen anderen Laut, leise Stimmen irgendwo. Dann wurde ein Schlüssel im Schloss gedreht und eine Tür geöffnet. Jack packte Peters Arm voller Angst. Das sind die Männer, die ich letzte Nacht gehört habe. Sie kommen. Schnell. Wir müssen uns verstecken, bevor sie uns finden. Die zwei Jungen. Diese seltsamen Gespenster in Weiß standen einen Augenblick fassungslos. Dann streifte Peter seinen Mantel und die Kappe ab. Schnell, runter mit dem weißen Zeug, flüsterte er Jack zu. Dann finden Sie uns nicht so leicht, wenn wir in unseren dunklen Mänteln durch das dunkle Haus laufen. Sie warfen ihr Zeug in eine Ecke und schlüpften in die Halle. Dort verkrochen sie sich in einem Winkel, in der Hoffnung, dass die Männer daran vorbei in den Keller gehen würden. Aber das taten sie nicht. Wollen erst nachsehen, ob der Olle Wächter auch schläft, sagte eine Stimme, und beide Männer kamen in die Halle, um in das Schlafzimmer des Wärters zu schauen. Und da entdeckte einer Peters weiß gefärbtes Gesicht, das aus dem Dunkeln milde herausleuchtete. Peter hatte vergessen, dass sein Gesicht doch weiß angestrichen war. Mein Gott, sieh da in der Ecke. Was ist das? schrie der eine. Sieh dort, Mac. Beide Männer sahen in die Ecke, wo die zwei Jungen sich verkrochen hatten. Gesichter, weiße Gesichter, sagte der andere Mann. Unheimlich, mach die Taschenlampe an. Eine riesige Taschenlampe leuchtete auf. Die Jungen waren erwischt. Mit zwei Sätzen war der Mann, der Mac genannt wurde, bei ihnen. Er schnappte sie sich beide gleichzeitig, schüttelte sie und setzte sie dann wieder auf die Füße. Was soll das bedeuten? Sich hier verstecken, die Gesichter weiß bemalt? Was tut ihr hier? Lassen Sie meinen Arm los. Das tut weh. Jack war wütend. Die Frage ist anders. Was tun Sie hier? Was soll das heißen? fragte der Mann grob. Das Donnern begann wieder, und die beiden Jungen blickten die Männer scharf an. Das ist es, was ich meine, sagte Jack. Wer ist da unten? Wen halten Sie dort gefangen? Jack bekam einen Schlag an den Kopf, dass es ihm vor den Augen flimmerte. Dann wurden er und Peter zu einem Schrank geschleppt und eingesperrt. Die Männer schienen vor Wut zu bersten. Peter hielt sein Ohr an den Türstütz und versuchte zu hören, was da gesagt wurde. Was sollen wir nun tun? Wenn diese Bengel jemanden hierher holen, sind wir geliefert. Klar, behalten wir die Bengel also auch hier. Sperren wir sie ein. Zu Carrie Blue. Morgen Nacht holen wir ihn wieder und hauen ab. Und dann weiß niemand was. Geschäft erledigt. Und die Kinder? Lassen wir eingesperrt. Dann schicken wir dem Alten eine Postkarte, er solle sich mal seinen Keller angucken. Wird sich schön wundern, wenn er die Kinder dort gefangen findet. Und es schied ihnen recht, dieser Bande. Peter horchte. Wer war Carrie Blue? Ein seltsamer Name. Er zitterte, als er die Männer an die Tür kommen hörte. Aber sie schlossen nicht auf. Einer rief durch das Schlüsselloch: Ihr könnt dort gern eine Weile bleiben, dann lernt ihr vielleicht eure Nasen nicht in anderer Leute Angelegenheiten zu stecken. Nun begannen seltsame Geräusche. Irgendetwas wurde in die Küche gebracht, und dann zog ein widerlicher Geruch durch die Ritzen. Oh, sie kochen was, aber was bloß? sagte Peter. Widerlicher Gestank! Sie konnten sich überhaupt nicht vorstellen, was das sein könnte. Dann hörten sie wieder Stöhnen, helles Schreien, ein Schnauben und Donnern, als wenn eingepackte Hufe auf Stein schlügen. Es war alles sehr, sehr seltsam. Der Schrank, der für ein paar Kleider gemacht war, war schmal und kalt und ohne Luft, sehr ungemütlich für die beiden Jungen. Sie waren froh, als einer der Männer die Tür aufschloß und ihnen zurief, herauszukommen. Nun lassen Sie uns gehen, fing Peter an. Aber er bekam nur einen rauen Puff an die Schulter. Nicht so unverschämt werden, drohte der andere Mann und schob die Jungen an die Kellertür. Ein Stoß und die Tür schloss sich hinter ihnen. Nun waren sie auch gefangen. Ein Geräusch war unter ihnen. Oje, war das jener Carrie Blue? Oder was war das? Taschenlampe, flüsterte Jack. Um Gottes willen, wir wollen den Gefangenen sehen und endlich wissen, wer er ist.